Was geht, meine Homies, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Also, ich hab's jetzt nochmal durchgeguckt und ja, ich hab nichts gefunden. Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass da was drin war, aber dann habe ich mich, glaube ich, geirrt. Hier waren wir aber gerade auch noch nicht. Och Leute, sollen wir den einfach mal knacken, weil da schmeißt uns nur Bullshit drin, aber bei 27 Stück. Bitte. Ja. 242, okay. Davon kann man sich die wieder zurückkaufen, wenn es mal welche gibt. Was halt echt relativ selten ist. Von daher habe ich immer lieber Lockpicks als Geld. Wobei wir eh schon relativ gut ausgerüstet sind und jetzt nicht mehr so drauf angewiesen sind. So Leute, die holen wir uns kurz. Ist der down? Nice one, Leute. Also der bockende Bronco, der bringt schon richtig. Besonders bei Gegnermassen. Ich will jetzt nicht bei jedem scheiß Automat gucken, ob endlich das Update da ist, weil ich glaube, es kommt immer levelweise. Ja, aber Geld nehme ich trotzdem mit. Wenn ich treffen würde. Leute, 1350 haben wir schon wieder. Geht ja mal richtig schnell. Wobei, früher haben wir doch, oder am Anfang vom Game haben wir doch nicht so viel Geld bekommen. Immer. Oh Gott, ey. Ach shit, jetzt war es wieder das Falsche. Kann man ja mal machen. Aber ich würde mich zuerst mal um den Patriot kümmern. Weil der geht einem richtig auf den Sack nach einer kurzen Zeit. Die anderen, die kann man verkraften, die machen eh nicht so viel. Denkt in der Luft fest, kann man auch mal machen. Oh shit. Also auf jeden Fall, Gegner sind einige da. Zwar sind die nicht so mega stark, aber... Und was diese Tesla-Transformator bringt, kapiere ich immer noch nicht. Oh, okay, jetzt kapiere ich es, da muss man gar nichts machen. Okay, schon kapiert, Leute. Ich verstecke mich hier mal kurz. Einfach nur, bis Schild wieder aufgeladen ist, aber es ist schon wieder aufgeladen. Den holen wir uns am besten mit der Sniper kurz. Oh mein Gott, Leute, ganz dumme Idee gewesen. Gesundheit, perfekt. Wo ist der? Ist da nochmal ein Fireman? Ach du Scheiße. Aber der war eh außer Gefecht. Durch die Tesla-Spule. Die habe ich richtig unterschätzt, Leute. Lebt er noch? Oder kommt da gerade noch mal einer? Nee. Leute, wie viele Lockpicks haben wir gerade? Das geht ja gar nicht mehr drauf klar. Ich komme gerade gar nicht mehr drauf klar. Aber jetzt machen wir einfach alles auf, was wir finden. Okay, werde ich nicht machen, das weiß ich jetzt schon. Aber wir haben auf jeden Fall, glaube ich, erstmal ausgesorgt. Apropos, ich habe ja mal irgendwann angekündigt, dass ich Ratchet & Clank spiele. Also, das spiele ich auf jeden Fall noch, aber, ja, mir hat es einfach von der Seite nicht gereicht. Ich habe es ja auch zu Hause rumliegen, aber... Gut. Tut mir leid, dass es nicht Release gekommen ist. Ich wollte es eigentlich Release spielen, da war es aber nicht da, dann hatte ich keine Lust, weil es mich aufgeregt hat, weil ich es eigentlich über Amazon Prime bestellt hatte und da kommt es eigentlich echt immer... einen Tag danach. Gut, das kam halt nicht einen Tag danach. Oh Gott, Leute, scheiße. Hab mich dann halt ein bisschen abgefuckt, aber ich glaube einfach, die hatten nicht so viele Spiele, wie sie
Was? Wollen wir den Buchladen durchsuchen, bevor wir gehen? Auf jeden Fall, wir gehen da noch rein. Nee, Leute, ich will jetzt hier Amazon gar nicht schlecht reden. Hatten sie vielleicht irgendeinen Fehler gemacht? Kann ja jedem mal passieren. Hab mich auf jeden Fall ein bisschen abgefuckt und dann hatte ich halt keine Lust, dann mehr das Spiel zu spielen. Ich hab's zu Hause rumliegen, ich werd's auf jeden Fall noch zocken. Ich werd's auch let's playen, einfach nur weil ich's versprochen hab. Ja. Und ich glaube, es wird richtig geil, aber mir ist aufgefallen, dass es wahrscheinlich so ein halbes Remake vom Einser ist. Gut, ich find's nicht schlecht, weil ich's Einser nie gespielt hab. Aber für manche Leute ist es vielleicht ein bisschen blöd. Bruderherz, was kommt? Doc nicht verstand ist, dass unsere Vorrichtung ein Fenster ist, nicht zur Prophetie, sondern zur Wahrscheinlichkeit. Aber durch sein Geld konnte das Lutessfeld zum Lutessriss werden, zu einem Fenster zwischen zwei Welten. Einem Fenster, das uns beiden ermöglichen könnte, endlich zusammen zu sein. Leute, ich hab's gewusst. Sally! Der Bastard hat sich reingeschlichen, als die Vox den Laden auseinandernahm und hat meine Kleine entführt. Er hat sie in das Vault die Häuser eingesperrt, seiner versteckten Kammer, wo er all seine Schätze aufbewahrt. Braucht nur den Knopf unter der Kasse zu drücken, um sie zu öffnen, aber... Ey Leute, ich hab's gewusst. Da war irgendwas, ich wusste nicht mehr was. Aber es ist sogar ein Knopf gewesen, aber ich hab doch extra geguckt, da war keiner. Wenn da jetzt ein Knopf ist, Leute, dann ist es sowas von gescriptet, dass mir ja den einen Lockpick ausgibt. Ich werde es einfach mal nicht wegschneiden, weil es ist eh nicht so weit. Außerdem, ja, es war mir so klar, dass der Gegner kommt. Oh Gott. Ich sollte nicht immer so versuchen, so anzugeben, weil es einfach nicht funktioniert. Gut, hin und wieder klappt's ja mal, aber das ist dann mehr Zufall. Wenn da jetzt Gegner gewesen wären, ich wäre einfach durchgerannt. Das hätte mich jetzt nicht so wirklich gejuckt. Besonders, wir sind, glaubst du, gut wie wieder da. Ja. War der Knopf vorhin da? Nee, der war doch safe nicht da, oder Leute? Und hier kriegen wir auch noch die letzte Fähigkeit. Oder, warte mal, wie heißt denn das Zeug? Ja, da steht nicht dran, nur zurück an Absender. An der Houston Street bedient. Dachte ich mir. Gut, Leute, zurück an Absender. Zurück an Absender. Drücken, um einen magnetischen Schild zu generieren. Halten, um Schaden zu absorbieren. Loslassen, um ihn zurückzuschleudern. Halten und loslassen, um eine Sprengfalle zu erzeugen. Ich finde irgendwie, das geht so ein bisschen unter, weil die anderen echt mega geil sind. Gut, es kommt immer auf die Situation an. Wenn viele Gegner da sind, dann ist es auch echt mega geil, aber naja. Aber dein Körper wehrt sich mit Verwirrtheit und Blutungen gegen die kognitive Dissonanz. Doch wir sind zusammen und ich werde dich heilen. Denn was trennt uns jetzt noch abgesehen von einem einzigen Chromosom? Da sind wieder irgendwo Gegner? Ja. Das finde ich auch ein bisschen... Ja, blöd, wenn du schon das Geheimnis findest, dass du dann noch Gegner auf die Backe gedrückt bekommst, aber okay. Okay, das wird wahrscheinlich immer dafür sein, um das Zeug auszuprobieren, aber das verpeile ich dann immer irgendwie. Egal, ich probiere es gleich mal aus. Ich glaube, ich habe Sog auch noch nicht gezeigt und Rambok, oder wie es so heißt.
Also Leute, ich versuche mich dran zu erinnern. Ich würde da noch mal kurz reingucken, aber ich glaube, wir sind hier fertig. Dass wir ja nichts Wichtiges vergessen, aber ich glaube eigentlich, wir haben alles. Ja. Ich hänge wieder fest. Nice. Ne, Leute, ich glaube, wir sind hier fertig. Dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter. Die verriegeln sich, wenn wir durchgehen. Es gibt kein Zurück. Okay, Leute, wir haben alles durchsucht. Ich würde trotzdem durchgehen. Okay. Die Silver Eagles nehmen wir gerade auch noch mit. Und kriegst du es auf? Ein einfaches Kombinationsschloss. Angeblich bewahren die meisten Narren die Kombination ganz in der Nähe auf. Hoffentlich geraten wir an so einen Narren. Ja, gut. Einfach kurz ein bisschen gucken, aber das könnte es sein. Wieso warst du so scharf darauf, Schlösser und Codes zu knacken? Wenn man jemanden einsperrt, entwickelt er ein Interesse an solchen Dingen. Vermutlich. Und ich lasse mich nicht mehr einsperren, Bo. Elizabeth. Elizabeth, du... Versprich es. Ich werde ihn stoppen. Nein. Dieses Versprechen kannst du nicht halten. Aber bitte, wenn es so kommt, lass nicht zu, dass er mich zurückbringt. Dazu kommt es nicht. Okay. Ach du Scheiße. Bombenstimmung auf jeden Fall. Bereich verlassen. So Leute. Auf jeden Fall geht es schon mit der Action ab. Ach du Scheiße, Leute, das wird wieder eine Freude. Alter, was war das denn? Ey Leute, was mache ich denn hier gerade? Mal sehen, ob es funktioniert. Ja. Okay, Leute, ich habe das Ding immer unterschätzt irgendwie. Das Ding ist richtig geil eigentlich, weil es echt alles abhalten kann, Leute. Hatte ich nicht in Erinnerung. Aber ich würde gerade die anderen zwei Sachen auch mal noch ausprobieren. Also erstmal diese Ladung.
Die habt ihr zwar schon gesehen, aber nicht an einem Gegner. Los. Jetzt müsste ich nur noch gerade einen Gegner finden. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Auch wenn wir jetzt hier gerade mal eine Runde drehen müssen. Aber jetzt sind wieder Gegner da, oder? Perfekt, Leute. Jetzt können wir das auch hier schön aufladen, bis der hierher kommt. Und das zieht auch richtig rein. Ich bräuchte vielleicht Salz, Elizabeth. Danke, perfekt. Gutes Teamwork. Okay, das hat jetzt nicht so viel gezogen, wie ich gedacht habe. Aber der Hammer hat auch ein Salbengeschütz, von daher. Leute, bei dem will ich nochmal schön hier die Zurück an Absinth ausprobieren. Weil der kann ja auch richtig viel schießen, so im Verhältnis. Oh Gott. Das hat nicht so wirklich funktioniert. Besonders in den Kampfszenen ist auch immer die Musik so laut und dann kann man sich nicht richtig konzentrieren. Ah, im Kampf, okay. Okay, das war vielleicht doch ein bisschen zu viel verlangt. Handyman, scheiße. Handyman und keine Salze, oder? Oder werden die mir gerade nicht angezeigt? Hä, was heißt denn das? Ich glaube, dass sie leer sind, oder Leute? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, Alter, was soll das? Oh Gott. Okay. Scheiß drauf, wir machen es anders. So ein Kasper, ey, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh mein Gott, das war's. Die Flucht hat ja mal sowas von nicht geklappt. Okay, aber selbst wenn wir viel Geld haben, ist das eigentlich nichts, was wir dafür ausgeben müssen, wiederbelebt zu werden. Ich glaube, der riesige Nachteil daran ist einfach, dass die Gegner auch wieder Leben bekommen. Oh Gott, Leute, guckt euch das mal an, wie schnell wir schießen können. Wenn er sich jetzt noch umdrehen würde, wäre es natürlich doppelt geil, aber der scheint ein bisschen verwirrt zu sein. Oder beschäftigt. Oh Gott. Oh, perfekte Treffer ans Herz, kommt schon. Oh Gott, Leute, die will ich wieder durch den Sack sterben. Oh, fuck. Oh, Gott sei Dank, Leute. Medikits. Die kommen wie gerufen. Irgendwo hier müsst ihr noch diese Salbentypi rumschwirren. Nenn ich es jetzt einfach mal. Aber den finden wir auch noch. Oh shit. Aber mit unserer Schrotflinte ist natürlich kein Problem. Boah, Leute, wie viele Gegner hier sind, ist ja nicht mehr normal. Ah doch, jetzt sind wir durch. Perfekt. Knacken wir mal das Schloss. Das wird nicht lange dauern. So. Ich hatte das Atom mitten in der Luft festgehalten. Kollegen bezeichneten mein Lotesfeld als Quantenlevitation. Aber das trifft es nicht. Levitation, das klingt nach Fakiren und faulem Zauber. Mein Atom sank nur einfach nicht nach unten. Wenn man ein Atom unendlich lang in der Luft halten kann, warum dann nicht auch einen Apfel? Und wenn einen Apfel, warum dann nicht eine ganze Stadt? Okay. Gut, es ist erfahren zu haben.
Muss ich schon sagen. Und ich komme nicht runter. Danke. Lust, ein Schloss aufzuknacken? Ich probier's mal. Ich guck mal, Leute, ob wir da hinten auch mit Lockpicks öffnen können oder mit der Haarnadel. Okay, ich glaube, da müssen wir überall hin. Vorhin in dem Laden, was du da von mir verlangt hast. Reden wir nicht drüber. Nein, was hat das Ding dir angetan? Wenn es mich zurückbringt. Es ist der Tod, Mr. DeWitt. Oder etwas so ähnliches, dass es keinen Unterschied macht. Und Leute, das ist hier der Punkt, wo man normalerweise dieses Zurück an Absender bekommt. Nur weil wir die Mission gemacht haben, haben wir es ein bisschen früher bekommen. Interessant. Wenn die immer interessant sagt und einfach nur rumläuft, denke ich mir auch so, ey, was soll der Scheiß? Brauchen wir was? Nein. Warum habe ich es überhaupt durchgeguckt? Fällt mir gerade auf. Genau so kamen wir, glaubt, immer noch nicht ausprobiert. Verbilligter Versand. Vielleicht die Fähigkeit, auf dich gerichtete Munition zu absorbieren und einzusammeln. Geht es sonst nicht? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber... Schockkettenhilfe, ach kommt schon Leute, scheiß drauf. Schockdauerhilfe, ah Mann, da fehlt uns perfekt minimal was. Oh, das ist perfekt. Elizabeth, danke. Und wenn jetzt auch noch dieses scheiß Ding für die Schrotflinte endlich frei ist, dann rasch dich, ey. Dann ist wieder alles auf einmal gekommen. Aber... Es... Oh mein Gott, Streuungsboost. Leute, was nehmen wir? Die Kegelbreite der Schrotflinte. Ja, das ist nicht so wichtig. Und wir können jetzt halt perfekt diese Schockdauerhilfe leisten. Das heißt, ich würde das hier lieber nehmen. Das andere können wir uns auch später noch kaufen. Gut, wir können es beides später kaufen, theoretisch, aber... Da war doch einer. Scharfschützen-Battle gewonnen. Ach du Scheiße. Ich muss hier gerade nehmen, mal kurz was gucken. Was richtig geil ist, Leute, ich kann jetzt gerade nicht abschätzen, wie weit ich im Video bin. Das heißt, der Part könnte vielleicht ein bisschen überlang oder ein bisschen zu kurz sein. Ein Scharfschütze. Noch mal, ne? Ach da, okay. Ja, der schießt aber auch schnell. Perfekt. Ich würde damit sagen, Leute, dadurch, dass ich jetzt nicht weiß, wie lang der Part ist, würde ich jetzt einfach mal die Folge beenden. Hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei seid. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Also, ciao, Leute.